Vielen herzlichen Dank für den virtuos musikalischen Auftakt, Scarlett. Wir werden die im Verlauf des Abends noch mehrmals hören. Das freut uns natürlich sehr, dass du uns durch die Vernissage hier begleitet tust. Sie, sehr verehrte Damen und Herren, begrüße ich recht herzlich im Namen von Leo. Und ich bin überrascht, oder eigentlich nicht einmal so erstaunt, dass so viele da sind, weil ich weiss, dass der Leo irgendwie so eine spezielle Anziehungskraft hat. Er ist nicht ein Magier, er ist auch kein Guru, aber mit seinen Bildern vermag er die Leute zu begeistern. Leo hat mich mal beim Bier gefragt, ob ich gerne für einmal etwas reden würde. Zuerst haben wir ausgetrunken und nachher habe ich gesagt, ja. Und jetzt möchte ich euch mal ein bisschen erzählen, was der Leo in meinem Leben, bei uns, im Städtli, überhaupt in dieser Kunst- und Kulturszene für uns bedeutet. Auf der Einladung steht, einfach Leo. Aber so einfach ist es eben nicht. Wer ist der Leo? Für mich ein Nachbar. Sonst ist er Maler, Zeichner, Illustrator, Grafiker und, ich komme nachher noch ausführlicher darauf zu reden, eigentlich auch ein Lyriker. Ich bin zu dieser Auffassung gelangt, wenn ich sehe, was er mit seinen Bildern und Zeichnungen ausdrückt, wie spitzig er sich manchmal äußern kann, nicht nur am Biertisch. Und erst recht, nachdem mir ein Aufsatz von seinem Bruder, Walter Gräsli, in die Hände geraten ist, in welchem der Walter kunstwissenschaftlich sich mit dem Leo auseinandergesetzt hat. Grundsätzlich würde man meinen, ein Künstler, der mit so klaren Linien arbeitet wie der Leo. Man sieht es hier überall in diesen Bildern.
lässt wenig Spielraum, um zusätzlich in einem Bild oder in einer Zeichnung etwas zu interpretieren. Falsch. Beim Leo ist das anders. Weniger einfach, weniger bünzlig, würde ich mal sagen. Der Herr mit Gräslis, oder viele Leute sagen auch Gräslis, ganz allgemein zu denken. Das gibt es seit dem 15. Jahrhundert im Städtli oder mindestens in der hautnahen Umgebung vom Städtli. Heute ist der Leo der Repräsentant von diesem Geschlecht. Und er hat, wie wir schon manchmal haben können feststellen, am Eingang zum Städtli eigentlich alles im Griff. Er weiß, wer ein- und ausgeht, er weiß, wer die Sprüche an den Häusern liest. Der Leo ist einfach eigentlich der Geist, den man antrifft, wenn man in das Städtli hineinläuft. Er ist eine imponierende Persönlichkeit. Am meisten fällt mir das auf mit seinem roten Schal, mit dem eleganten Stock und dem breitrandigen Hut. Und ich denke, ich weiß auch nicht, warum immer sofort den Tuch auslässt. Ursprünglich auf Egerta im Waldhof aufgewachsen, ist er als Bub mit seinen Eltern nach Bux gekommen, damals noch nicht die Stadt. Also Stadtner hat er müssen da sein. Ist er nach Bux gekommen und dort unmittelbar in der Nähe von der sogenannten Lümmelburg aufgewachsen. Lümmelburg hat man da damals der Sekundarschule gesehen. Abgefärbt hat die Nachbarschaft offenbar auf den jungen Leo nicht. Auf alle Fälle gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass er sich so lümmelhaft aufgeführt hat. Aber wie gesagt, so Laudatio-Redner, die wissen ja zum Glück auch nicht alles. Das Epizentrum vom Leo ist irgendwo ganz anders gelegen. Und da möchte ich ein Zitat von seinem Bruder Walter anfügen. Er schreibt: Kaum konnten wir einen Stift halten, ging die Zeichnerei los. Der Leo zeichnet vor allem mit Bleistift, vorwiegend Menschen in diesen Jahren, auch jetzt noch. Und während er zeichnet hat, hat er sich selber Geschichte von diesen Figuren, die er skizziert hat, erzählt. Er hat mit diesen Figuren geredet und hat ihnen nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine Stimme gegeben. Es sei denn so gewesen, sieht man, dass er auch seine Stimme verstellt hat und manchmal konnte verschiedene Rollen übernehmen. Wenn man den Walter Gräsli zitiert, dann sieht er, der Leo ist ein ausdrucksstarker Künstler. Die Linien sind bestimmt und ins Detail gehend. Und das sei der Leo, der echte Leo. Und noch etwas Spezielles am Leo ist: Er hat mit der linken Hand gezeichnet, angefangen zu zeichnen. Wenn da nicht die Lehrer gewesen wären, die das partout nicht haben wollen, so haben, wäre es noch heute so. Aber für Leo kein Problem, darum macht er so ruhig da. Bald hat er angefangen mit der rechten Hand zu zeichnen, ebenfalls so geschickt wie mit der linken. Und manchmal sehen wir, wenn alle Ross mit dem Doriprint sehen, hey, er so gerne mit beiden Händen zeichnet. Bei der Berufswahl ist Leo ein Grafiker geworden. Das war vor allem für die Eltern nicht einfach, weil der Bub musste auswandern nach St. Gallen, wo er seine Ausbildung und die Schule hatte. Und er hat ja auch dort leben wollen. Also das bringt auch Kosten, die sonst in der Familie aufgefangen wären, treten dann eben anders Tag.
Und es war dennoch ein guter Entscheid gewesen. Mehr und mehr hat sich beim Leo sein künstlerisches Talent durchgesetzt. Obwohl da sich natürlich das Zeichnen und die Grafik manchmal in die Haare geraten sind. Das ist nicht genau das gleiche Business. Vom Ansatz her gibt es Unterschiede, bezüglich aber auch der Resultate und vor allem bezüglich der Vorschriften, am Kodex oder eben der Freiheit, die ein Künstler gerne geniesst. Aus dieser Zeit stammt auch der Spruch von Leo: Typografie, mit Typografie können wir Musik machen. Er liest auch viel und schreibt gern, nicht nur Text. Der Alfred Kobel, ein Lehrer von Leo, hat seine Art vom lyrischen Zeichnen und Malen sehr gefördert. Darum sind Leo seine Striche einfach mehr als Striche. Sie sind und lassen eine Interpretation zu. Und haben damit Dehnungspotenzial. Schon etwas speziell ist, wie Leos Werk entstand. Er baut seine Arbeiten sehr gern auf vage hingeworfene Umrisse auf und schafft dann Strich um Strich eine dichte, dichtere Textur. Also ist die Zeichenfeder zu seinem Lieblingswerkzeug geworden. Plötzlich hat ihm dann aber auch Dichte so angereizt, ein Angedanken. Und jetzt komme ich auf das Malen von Leo. Es gibt Maler, die aus der Sonne einen gelben Fleck machen, aber es gibt auch den Maler, der aus einem gelben Fleck eine Sonne macht. Das ist nicht von mir, da hat der Picasso mal gesehen. Und der Leo arbeitet das so. Daher kommt ihm sein grosses Farbspektrum, das man in seinen Arbeiten sieht. Manchmal ist seine Farbgestalt zart, in sich verwoben. Konturen lösen sich auf, verschwimmen und Kontrast tritt nur minimal wahrnehmbare Erscheinung. Dann aber kommt er fast wie in dem Gegenspiel mit Farben, die leuchten, die stark sind, die expressiv und kontrastreich sind. Der Leo ist einer, der beides hat. Je nachdem, welche Hand er zum Sack ausnimmt und anfängt zu malen. Was dann später umgegangen ist, in die Landschaft rauszugehen, um Motiv zu suchen, hat sie seine Arbeit ins Atelier verlagert. Die Ideen sind ihm nie ausgegangen. Er war so ein guter Betrachter auch früher, dass er unendlich viele Eindrücke mitgenommen hat, die er dann auf die Leinwand, auf einen Karton oder was dann gerade rum war, gebracht hat. In seinem Atelier sind voluminöse, grosse Bilder entstanden, oft ungegenständliche oder dann ist Gegenständlichkeit ungegenständlich geworden. Und hat müssen fast geometrische Bildelemente reichen. Und wieder spielt auch in dieser Art vom Schaffen von Leo Textur eine grosse Rolle. Der Leo hat angefangen zu experimentieren mit farbigen Gittern, hat Gitter über Gitter gelegt, Raster über Raster, spritzt Farbe mit einem Sieb auf, wo andere einen Pinsel nehmen, so dass Flächen von vielen kleinen farbigen Punkten übersät sind. Wir sehen diese Bilder hier, die in seiner wunderbar gelungenen Ausstellung hängen. Die heutige Ausstellung gibt ein beeindruckendes Bild von Leo. Von Leo und von seiner Schaffenskraft. Vor allem von seiner bildlichen und gestalterischen Kreativität. Eine Kreativität, die in der Interpretation eben auch Lyrik zulässt. Sehr zur Freude der Betrachtenden. Stand einmal vorne her und Landis, fragt mal das Bild, was will man sagen? Dann kommt der Lyriker Leo
zum Vorschein. Als ein wichtiger weiterer Meilenstein in seinem Arbeiten hat Leo Dörre die Ausstellung machen und er hat im Vorfeld viel darüber geredet. Und geschafft hat er dann wieder in seinem Atelier, in seinen eigenen vier Wänden. Leo, herzliche Gratulation zu dieser Ausstellung, zu deinem Werk. Das, was wir hier heute sehen, ist deutlich mehr als einfach Leo. Sondern, ich würde sagen, echt Leo. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg mit deiner Ausstellung und gratuliere dir herzlich. Applaus